Am 3. März stimmen wir über die 13. AHV ab. Kaufkraftverlust, ihr wisst, massiv steigende Mieten, höhere Krankenkassenprämien, höhere Billetpreise, höhere Strompreise. Das heisst Kaufkraftverlust. Und das soll jetzt kompensiert werden durch die 13. AHV. Nicht mehr und nicht weniger, weil die Vorlage. Wir sind aber dann noch weit davon weg, dass die AHV existenzsichernd ist, wie das unsere Verfassung eigentlich verspricht. Jetzt kommen die Gegner und schwätzen alles schlecht und machen Angstargumente. Insbesondere drei, die ich euch gerne entkräften möchte. Erstens, kommen Sie und sagen, uiuiui, man kann doch die Aktivgeneration jetzt nicht nochmal belasten, die sind doch schon belastet. Hey, hallo. Die AHV ist das grösste Entlastungsprojekt aller Zeiten für die Aktivgeneration, also für die arbeitende Bevölkerung. Und warum das? Weil durch das man eine Rente bekommen hat, ist die Aktivgeneration entlastet worden, für ihre Eltern aus ihrem Lohn auch noch für die müssen zu schauen. Und umgekehrt ist die pensionierte Generation davon entlastet gewesen, Bittsteller ihrer Familie zu sein und bei ihren Kindern. Und jetzt kommt der Coup. 92% von allen Leuten, von allen Beitragszahlenden, kommen mehr AHV über, als sie je eingezahlt haben. Das heisst, es sind 8% der Leute, das sind die Superverdienenden, die netto die AHV eigentlich finanzieren. Also für jeden Lohnprozent, den ein Aktivgenerationler einzahlt, tun die sehr, sehr gut Verdienenden ein paar Rappen obendrauf, sodass man dann eben mehr bekommt, als man einzahlt. Von dem her ist das Gegenteil von einem Belastungsprojekt, sondern es ist ein Entlastungsprojekt. Zweitens kommen die Gegner und sagen, oh, man würde doch viel gescheiter die AHV nicht mehr besteuern. Das würde viel mehr bringen. Also bitte, so ein Quatsch. Also erstens mal, das wäre eine Bundessteuer. Die Hälfte der Leute, und bei den Rentnerinnen und Rentnern ist es noch mehr, zahlen gar keine Bundessteuer. Also die würden von einer sogenannten Entlastung gar nicht profitieren. Und innerhalb der Bundessteuer, ihr wisst, wie das funktioniert, oder? Wegen der Progression. Am meisten profitieren die mit den supergrossen Einkommen, aber auch dort vielleicht 200 Franken, 300 Franken im Jahr. Also selbst für die Superreichen würde das gar keine relevante Entlastung bringen. Das ist ein Quatschargument. Und drittens sagt man, ui, wie finanzieren wir denn das? Ja. Das ist immer das Gleiche. Oh, die AHV kann man nicht finanzieren. Hey, hallo. Die Wirtschaft tut zusammen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, tun die beiden Sozialwerke finanzieren. Die AHV, die erste Säule, und das BVG, die zweite Säule, das sind unsere Pensionskassen. Jetzt, von diesen Lohnbeiträgen schieben wir etwa 33 Milliarden pro Jahr in die AHV und sage und schreibe zwischen 63 und 66 Milliarden, also fast doppelt so viel, in die Pensionskasse hinein. Jetzt ist es aber so, dass bei der Pensionskasse, weil ja die Löhne unten abgeschnitten sind, die 66 Milliarden, die man dort drin schiebt, vor allem den Gutverdienenden zugutekommen. Wenn man jetzt 1% weniger ins BVG von dieser Lohnsumme, 1% weniger in die Pensionskasse würden schieben und dafür in die AHV würden schieben, tada, man hätte die 13. AHV spielend finanziert. In der AHV wäre es direkt rentenwirksam, eben eine 13. AHV. Und im BVG, in der Pensionskasse, würde es grob von den Leuten, wenn man ein Lohnprozent weniger macht, fast nichts spüren. Vielleicht 20, 30 Franken weniger Rente pro Jahr im Alter. Also nicht relevant. Wenn doch das so einfach ist, wenn ich sage, wieso macht man denn das nicht? Ja, ganz einfach. An jedem Lohnprozent, wo wir in die zweite Säule, in die Pensionskasse schieben, verdient Privatversicherungen wacker mit. Es ist ein Milliardenbusiness. Und genau darum tun die Versicherungslobby seit Jahr und Tag dagegen kämpfen, dass man mehr Lohnprozent in die AHV 100-mal effizienter ist als BVG, dass man das dort hineinschiebt, weil sie wollen, dass möglichst viel von den Lohnbeiträgen zu ihnen fließt. Darum, liebe Leute, es lässt sich spielend finanzieren.
wenn man das will. Und darum sagen mit guten Gründen und aus Überzeugung Ja zu der 13. AV am 3. März.